John. So, meine Kartoffelfreunde und Fans von Kartoffeln und Co. und so. Ich habe mir gedacht, ich fange mal was Neues an. Und zwar habe ich mir überlegt, mal eine Runde Hearthstone zu spielen. Für alle, die es nicht kennen, das ist ein Kartenspiel von Blizzard. Es ist free to play. Bringt eigentlich relativ viel Spaß, wenn man es dann irgendwann mal verstanden hat. Und ja, ich muss sagen, ich bin nicht der Beste. Ich habe gerade erst wieder angefangen. Und ja, ich wollte eigentlich mit euch zusammen versuchen. Es gibt jetzt Solo-Abenteuer. Und ich habe mir mal überlegt, dass ich mit euch zusammen die 700 Gold, die ich dafür brauche, zusammenzuspielen sozusagen. Damit wir halt die guten Karten hier kriegen. Und 700 Gold dauert halt schon eine Weile und deswegen wollte ich einfach nur ein bisschen mit euch suchen. So, ich spiele am liebsten den Priester. Ich starte schon mal die erste Runde und dann versuche ich einfach ein bisschen, was ich mache, wie ich das mache, wie es funktioniert. So. Ja, man kriegt. Oder fangen wir von vorne an. Es gibt verschiedene Klassen bei Hearthstone. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt. Bin ich halt gar nicht sicher. Anduin gegen Uta. Ich werde ehrenhaft fest. Das Licht wird den Sieg bringen. Auf jeden Fall ist es sehr an World of Warcraft angelehnt. Und ja, man kriegt pro Runden Mana, die hier unten angezeigt werden. Direkt. Da bin ich jetzt mit dem Haus nicht rüber, sonst wird das. So. Das war's. Und man kann maximal 10 Mana haben. Einsatzbereit. Ja, okay. Und ja, kann wieder nichts machen. Und ja, diese blauen Kristalle hier zeigen halt an, wie viel Mana eine Karte kostet, dass man halt nicht unendlich Karten in einem Zug spielen kann. Oh ja, jetzt kann ich schon den. So, es gibt Gegner, die haben Spot, keine Ahnung. Da ist der Gegner gezwungen, diese als erstes anzugreifen, deswegen auch das Schild. Und ja. Und ja, jetzt wird er wahrscheinlich ihn. Nee, wird er nicht. Jetzt könnte ich. Jetzt muss ich erstmal überlegen, jetzt könnte ich ihn hier kurz verwandeln, aber ich werde das mal angreifen, was passiert. Ja. Okay, er greift jetzt kurz den Ding an. Gut, dass ich vorher noch nichts gemacht habe, denn jetzt kann ich ihn hier. Okay. Das ist. Kann ich gleich auch noch erzählen, den würde ich gerade nochmal kurz. Ne, das war vorbei. Man kann jeder Champion oder jede Klasse hat ihre eigene Fähigkeit und die kostet immer 2 Mana. Bei ihm ist es zum Beispiel, er kann hier einen Rekruten, der sogar den Hand überbringt, der einen Angriffspunkt und ein Leben. So. Und ich kann halt dementsprechend 2 Punkte heilen. So. 2. Ja, ich muss ihn killen. So. Ich versuche mir jetzt irgendwie erstmal eine Verteidigung aufzubauen, um dann mit anderen Karten spielen zu können. Ich hab schon damit. Für euren nächsten Zug kosten Zauber für euren Gegner 5 mehr. Einsatzbereit! 5! Was ist das denn für eine Legendary? Die ist ja für einen Arsch. Tot. Okay. Wow. Ja, jetzt kann ich das Schattenwort tot nicht machen. Spiele ich mit komischen Kollegen. Nicht ich glaube, das war ein Fehler, den hätte ich gar nicht heilen brauchen, weil sein hässlicher Kollege hier meinen töten wird. Na, es hat keinen Sinn ergeben. Naja, und jede Karte oder viele Karten haben halt auch Effekte. Also, sagen wir mal, wenn er jetzt keinen Effekt hätte, hätte er zum Beispiel mehr Angriffspunkte oder mehr Leben. Jetzt als Beispiel. Und Verleitung, Diener Gottes. Ganz egal, ich hab gleich meine wunderschöne Garden. Ja.
Mach du nur, mach du nur. So. Jetzt kann ich nämlich ihn töten. So. Ich denke mal, ich werde. Die ist mir da. Die Gerechtigkeit verlangt Rache. Man muss halt immer überlegen, welche Karten man spielt. Damit. Ja, man mit dem Mana auskommt. Mach das. Schau ich erstmal nicht weiter. Muss. Ja, ich weiß. Und auch kann ich mit jedem Diener setzen. Ach, gut, dass ich mir die Karte aufgemacht habe. Gott. Die Karte will ich nämlich auf jeden Fall aufhaben. Du hast erstmal direkt aus der Welt geschafft. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Erinnert euch an Kel'Thalas. Obwohl, den hätte ich. So. Ich glaube, dann spiele ich mal. Ich heil mich. Und warte mal. Ich hätte den jetzt schon spielen können, aber irgendwie. Nö. Dachte ich mir so. Warum hat er so viele OP-Karten? Melde mich zum Dienst. Oh, jetzt hätte ich gern meinen Platz. Ach nee, das ist mein Platz. Gedankenkontrolle. Kann ich. Nämlich einen gegnerisches Monster übernehmen. Meine Spiele. Wenn ich jetzt 4. Komm, ich komm nicht auf sein. Ich komm leider nicht auf den Punkt. Sieht doch echt unfreundlich aus. Hat echt viele beschissene Kämpfe. Oh man, hat er mich nicht direkt angegriffen. Oh yeah, perfekt. Zack. Jetzt können wir ihn hier ficken. Erinnert euch an den Kerl. Nee, ich vergaß. Egal, dann passt. So, den Berserker können wir noch heilen, wenn er nicht irgendwie so eine OP-Karte hat. Stell zu Beginn des Zuges dieses Diener wieder her. So. Jetzt schaffen wir. Was machen wir denn jetzt? Ich kann das hier raushauen. Dann heile ich ihn. Dann gebe ich ihr nochmal ein bisschen Leben. Oh, den. Erinnert euch an Kel'Thalas. So, zack. Du verreckst. Ja, zieh eine Karte. Und du verschwindest auch noch. So, der zieht zwar jetzt vielleicht möglichst viele Karten, aber ich, dadurch ist dein Deck auch schneller weg und wenn du nachher keine Karten hast, dann weiß ich nicht, wie ist denn das auf 1 steht, oder? Warum hat er, egal. Und, wenn er keine Karten mehr hat, dann verliert er pro Zug. Oh, jedes Mal, wenn er eine Karte ziehen sollte, verliert er dann dafür Leben. 6 Leben wieder her, das ist mir egal, I don't fucking care. So, wenn ich damit ihn angreife, dann ich da wieder angegriffen. Dann gehen wir das danach wieder. Und jetzt. Zeit. Vierte Karte. Bumm. So, mein Platz habe ich glaube ich noch nicht auf. Ja. Jetzt kann ich theoretisch noch eine Karte ziehen. Mhm. Ja, das war doch ganz gut. Komm, den haben wir auch noch raus. Jetzt habe ich nämlich das Glück, dass er nichts machen kann, weil er so eine ganz gute Karte aufgeschrieben hat. Wow. Damit machst du es jetzt. Melde mich zum Dienst. Ich hab gewonnen.
gut gespielt. Gut gespielt. Hau ich mir mit. Das ist witzig, also jetzt hau ich die rauf. So, hau ich die tot. Jetzt wird die Pro-Karte, die geheilt wird, kann ich jetzt eine Karte ziehen. So, jetzt sind zwei tot. Erinnert euch an Kel'Thalas! Ja, ja, doch. Ich hätte auch einfach jetzt angreifen können, das wäre zu langweilig gewesen. Bam, wie gestorben. Südmeer-Matrose. Nee, Meerdeck-Matrose. Zack, und 10 Gold bekommen. Unsere ersten 10 Gold in Ordnung. Yay. Spielt 30 Diener auf, 2 oder weniger Kosten. Vernichtet 40 Diener, spielt. Was war die dritte Quest? Spielt. Achso, gewinnt 5 Diener gegen Spieler als Paladin oder Priester. So, ich weiß nicht, ob ich eine Runde nach dem Mond, aber ich glaube, ich denke, die Folge ein bisschen länger ist da auch über. Ich habe auch lange keine Videos gemacht. Leider, weil ich unmotiviert bin, sonst habe ich keine Spiele zum Aufnehmen. Das ist mein Problem. So, der Jäger. Die Fähigkeit vom Jäger ist, dass er mir direkt 2 Fähigkeiten oder 2 Schaden zufügt. Das ist immer sehr nervig. Lass die Jagd beginnen. Okay, jetzt das Licht wird den Sieg bringen. Die 3 Karten kann ich gleich wieder zufügen. Überhaupt. So, das ist halt auf Dauer ein bisschen nervig. Wenn ich mich nicht heilen könnte, dann wäre das, glaube ich, mein Todesurteil ja schon. Aber wir gucken mal, wie er sich anstellt und was er machen wird, und dann werden wir ja sehen. Bis dran wurde. Also bei den Minimaps gibt es auch immer so kleine. Wieder rein, man kann nicht hören, aus. Man kann eigentlich alles machen. Ich bin das Windrad so mit dem Löffel oder irgendwas. Raumschlagen. Dann kann ich platzen lassen. Fügt eure Hand wieder ein zufälliges Bild hier hinzu. Okay. So, jetzt suchen wir mal. Noch eine Karotte. Noch eine schöne Karotte. Eine Karotte. Halten! Drei Karotten. Du hast die groß. Wow, jetzt haut er mich nochmal. Ne, ich sag mir das so. So, nächste Runde können wir dann nochmal was machen. Ich habe halt ungünstige Karten auf der Hand. Das ist ein bisschen blöd, aber. Nachher kann man eh alles machen, was man will. Ja, aua. Ich pack die Spinne noch an. So. Jetzt haben wir mal den Kollegen hier raus. Im Fernsehen läuft gerade dieses Himmel oder Hände. Ich hab's einmal geguckt und nie wieder. Völlig beschissen. Joe Jeffin. Wir spielen wahrscheinlich gegen ein Match. Oh! Setz das Leben an, die das ist ein Nee. Diese hässlichen Spinnen, ne? Die Spinnen sind richtig abfuck. Noch so eine Spinne. Oh, Alter. Ja. Die ganzen Todesrechnung kacke, ey. Spiele ich jetzt schon Holy Nova aus? Dann könnte ich die alle drei theoretisch töten. Dann kann ich mich nochmal an. Macher, das war glaube ich ganz gut. Das war nötig, sonst hätte der noch mehr Spinnen gehabt. Ein zufälligen Feind, den ich ihn. War sehr zufällig. Spaß. Oh, das sind alles Wildtiere, oder? Nee, das sind gar nichts. Das ist ein Wildtier.
Ja, die Hyäne müssen wir schnell töten, das ist hier weg. Dann hauen wir mal den Drachen raus und gucken, was er damit macht. Den mechanischen Drachen. Und ich bin über die 15 Minuten gekommen. Super. Das ist der Hammer. Huch. Ich bin gerade mit dem Headset an die an die Dingens gekommen. An das Mikrofon. Das Dingo! Oh, Alter, die Viecher, ja. Setz das Leben einer Fiener drauf ein. Das ist doch unfair. Du. Ach ja, der kann mir zweimal angreifen. Ich spiele meine Klerikerin noch aus. Also hat langsam keine Karten mehr. Wenn ich jetzt gleich einen Boden mit Spott ziehe, dann. Kämpf an meiner Seite. Wow. Bam, bam, bam. Jetzt brauche ich langsam mal was Gutes. So, mal gucken, was da rauskommt. Damit kann ich noch eine Karte ziehen. Ich glaube, das ist schon so. Nee. Dann. Sofort. Ja, den würde ich jetzt verwendet haben. Das können wir auch noch machen. Ach ja, stimmt. Ich kann jetzt für jede Zauberkarte ziehen eine Karte. Na, Mann. Max, mal, ich hasse dieses Drecksvibe, ne? Obwohl, wenn ich noch drei, noch zwei Leben. Ja, ich habe so ein Feeling stehen da. Du kommst weg. Da hätte ich doch die andere. Oh Mann, ich denke gerade nicht mehr. So, jetzt ziehe ich nochmal zwei Karten. Oh Gott, ja. Danke, danke. Das hat mir gerade den Arsch gerettet. Das war's. Auch wenn das eine epische Karte war. Ich hätte die jetzt zitieren können. Boah, Alter. Das wird ein knappes Ding. Glaube ich mal. Ruft einen roten Stand herbei. Und ich habe verloren. Ja, gut gespielt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Diese hässlichen Dreckshunde. Ja. Gut. Eine gewonnen, eine verloren. Wenn man kann, ist eine Stelle. Und das ist für 40 Dina. 40 Gold. Guck mal, jetzt sind wir doch schon bei 185 Gold. Das ist schon mal ausgedrückt. Kleiner Bauer hoch. Gut, dann war es das erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Jetzt kommt noch die Endcard. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auf der linken Seite findet ihr mein letztes Video. Das war Counter-Strike Global Offensive, ein neues Projekt. Solltet ihr euch mal angucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, ein Abo da, teilt das Video mit all euren Freunden, mir egal.